jungen Jahren drehte ich viele krumme Dinge, arbeitete für fragwürdige Leute. Das Gesetz war mir egal. Ich bin nicht stolz drauf, aber ich schätze, jeder hat seine Vergangenheit. Mein Name ist Ronnie Cole. Heute biete ich meine Dienste auf legale Weise an, unter anderem als Privatermittler. In einem alten Fabrikgebäude am Stadtrand sollte ich eine neue Klientin treffen. Ich weiß nicht warum, aber der Ort kam mir irgendwie bekannt vor. Die Lady am Telefon war nicht sehr gesprächig. Ich wusste nur, dass sie mich im obersten Stock erwartete. Mr. Cole, schön, dass Sie zu mir gefunden haben. Darf ich Ihnen einen Drink anbieten? Immer gern. Mit wem habe ich die Ehre? Nennen Sie mich Nora. Nora? Und wo sind wir hier? In der alten Schreibmaschinenfabrik meines Vaters. Aber sie steht schon sehr lange leer. Was sind Ihre Qualifikationen, Mr. Cole? Nun ja, Leute ausfindig machen, sie beschatten. Und sie verschwinden lassen? Ich bringe niemanden um, wenn Sie das meinen. Noch nie gemacht? Nur einmal, sehr lange her. Aber sowas mache ich nicht mehr. Wenn Sie jemanden beseitigen möchten, bin ich der Falsche. Nein, dafür brauche ich Ihre Hilfe nicht. Es geht eher darum, einen Verdacht zu bestätigen. Was springt dabei für mich heraus? Sie bekommen, was Ihnen zusteht, Mr. Cole. Aber dazu später. Na schön. Worum geht's? Mord. Oh, scheint eine ernste Sache zu sein. Das kostet extra. Und die verdächtige Person? Männlich. Um die 50. Und in gewissen Kreisen bekannt als Greyhound. Wer sind Sie? Nur eine Frau, die ohne Vater aufwachsen musste. Ich fürchte, ich verstehe nicht ganz. Mein Vater war der fleißigste Mann, den ich kannte. Und er glaubte an Rechtschaffenheit. Der Zufall wollte, dass er Augenzeuge eines Verbrechens wurde. Er sagte gegen zwei Mitglieder der Dragner-Familie aus und machte sich gefährliche Feinde. Eines Nachts kam er nicht mehr nach Hause. Langsam tauchten blasse Fetzen in meiner Erinnerung auf. Und dann wusste ich, warum ich hier war. Mr. Williams? Kann ich Ihnen helfen, junger Mann? John Williams? Ja, der bin ich. Und wie heißen Sie? Ronnie. Ronnie, wenn Sie einen Job suchen, müssen Sie nächste Woche... Ganz ruhig, mein Junge. Sie hätten nicht aussagen sollen. Es war klar, dass der Mord von der Dragner-Familie in Auftrag gegeben wurde. Doch der Killer wurde nie gefasst. Nora... Jahrelang drehte ich jeden Stein um, suchte nach Verbindungen. Ich hörte mich im Untergrund um, bezahlte viel Geld für Informationen, bis ich irgendwann auf diesen Namen stieß. Greyhound. Es war nicht leicht, sie zu finden, Cole, aber ich habe nicht aufgegeben. Das konnte mir mein Vater noch beibringen. Ich wurde dazu gezwungen, verdammt! Dann gestehen Sie also. Sie wissen es ja, sonst wäre ich doch nicht hier! Sagen Sie es! Ja, verdammt, ja, ich hatte keine Wahl! Man hat immer eine Wahl, Mr. Cole. Was war in meinem Drink? Whisky? Unter anderem. Sie haben meinen Verdacht bestätigt, Mr. Cole. Somit ist Ihr Auftrag erfüllt. Ich danke Ihnen. Nora, warten Sie. Ich habe 20 Jahre lang gewartet, Mr. Cole.
gute Nacht.